Hi, Hi Leute. Willkommen zu unserem zweiten Sofa-Talk. Wir haben uns genau abgestimmt, wer was sagt. Der letzte ist ja schon ganz schön lang her. Ja, boah, ich glaube fast ein Jahr. Das ist jetzt unser jährliches Format. Nee, Spaß, natürlich nicht. Wir sind jetzt gerade in Italien, machen mal einen Kurzurlaub und genießen noch ein bisschen Sonne und Wärme, bevor es wieder in den kühlen deutschen Herbst geht. Die Hunde haben wir dabei und es ist wirklich ganz schön, einfach mal so Seele baumeln zu lassen, nochmal neu über andere, alle möglichen Dinge nachzudenken. Ich habe ein Hundebuch dabei, das ist so ein Welpenratgeber. Und hast du schon reingeschaut? Ich habe da sogar schon reingeschaut. Wow. Und ich glaube, einer der Gründe, warum ich Hundebücher nicht mehr lese, ist, weil ich es nicht packe. Das war so Welpenerziehung, bla bla bla. Und dann irgendwie, hey, was wird voll wenig berücksichtigt im Hundetraining allgemein? So. Und dann kommt, ne, was wird zu wenig berücksichtigt? Ja, die Stimmung. Ne? Also die gehen so auf die Stimmung ein. Ich denke mir, hey, wow, cool, ist voll fortschrittlich. Und dann lese ich so weiter und das war dann so in so 5 Sätzen abgehakt und dann wird auf einmal der Klicker so empfohlen und gepriesen als irgendwie das geilste neue Trainingsmittel und es ist gar nicht mehr wegzudenken und wie toll. Ne? Ich finde es absurd, weil Klickern ist per Definition ja erstmal einfach ein Konditionierungsprozess, so orientiert sich an der klassischen Konditionierung. Und soll kontextunabhängig den Hund irgendwie in die Erwartung Futter fressen bringen. Jetzt kommt's. Was halt gedacht wird, was halt auch Stimmung ist. So. Ja, weil der genau. Klicker an sich halt so positiv ist. Ja, und pass auf, der erklärt das jetzt. Ne? Man erzeugt nämlich, die Stimmung wird beim Hund, das ist wirklich endgeil, die Stimmung wird beim Hund nämlich noch mal toller, wenn man ihn davor frustriert. Also der Hund hat einen Frust. Und wenn es klickt, dann geht es nicht nur darum, dass er jetzt das Essen kriegt, sondern er sagt so, geil, kein Frust mehr, jetzt geht's weiter. Ne? Und das ist dann schön ausgeschmückt mit einem Beispiel. Hey, du freust dich beim nächsten Tag, wenn du 7 Türen durchprobiert hast, dass jetzt du die richtige Tür mit den Cornflakes hast und so lernst du, weil du erfolgreich bist. So. Und was ich einfach mega spannend finde, ist, dass man quasi Frust und dann der Frust geht weg und ich habe dann so einen Erfolg, dass das dann als emotionale Qualität eingeordnet wird. Mhm. Also klar ist es eine Emotion, aber irgendwie so die Emotion Freude oder Vorfreude auf Futter, das ist für mich nicht die Emotion, die ich meine, wenn ich irgendwie Lust habe, empathisch mit Hunden in Verbindung zu gehen. Das ist so wie so Beziehungsratgeber. Schau mal, da musst du einfach 3 Tage den Typen ignorieren. Hinhalten. Wenn du dann schreibst. Boah, dann ist der aber so mega dann happy. Dann habt ihr halt voll die emotionale Beziehung. Boah, hey, dann habt ihr halt so Bam und ja, ja, voll die Explosion. Na, was ich so traurig finde, ist, dass da bei dem einerseits kommt, wird gesagt, hey, emotionale Qualität ist total wichtig. Und dann wird die emotionale Qualität irgendwie so hinkonditioniert und runter reduziert auf Vorfreude, auf Futter. Geil, jetzt weiß ich, wie ich Futter kriege. Hurra, Cornflakes. Ja. So, da bin ich perplex, weil pass auf, man könnte Hunden ja ganz anders, nämlich empathisch begegnen. Das ist das, was ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten einfach noch mal ein bisschen mehr ins Rampenlicht geschoben habe, gerückt habe für mich selber. Und ich versuche das auch einfließen zu lassen in meinen Trainings. Der Hund bietet mir was an und ich spiegel den einfach erst mal wieder. Mhm. Das meinst du mit empathisch? Empathisch. Ja. Empathie ist, na, du sagst mir irgendwas, du erzählst mir irgendwas. Und bevor ich jetzt sage, boah, habe ich alles verstanden, ich erlebe ja genau das Gleiche wie du, rede ich einfach weiter. Und was ich gelernt habe in den letzten Jahren ist, dass ich halt erstmal nochmal wiedergebe, hey, was hat denn der andere eigentlich gesagt? Und das versuche ich jetzt zu übertragen auf die Geschichte mit den Hunden. Das heißt, ein Hund steht vor mir, glotzt mich an, ich sage, Servus, und was geht? Na, also ich spiegel den Hund einfach erstmal in seiner Emotion wieder. Da war eine Frage, was fasziniert dich am meisten an dem Wesen Hund? Und was mich am meisten fasziniert, ist so, die Fähigkeit zu einer wirklich bodenlosen, weit, weit, weit reichenden Empathie, die so ein Hund mitbringt. Die spiegeln dir ungefiltert deine Stärken, deine Schwächen, dein Innenleben, Nuancen. Die spiegeln alles wieder. Ungefiltert, das kriegst du von einem Menschen so direkt nie gesagt.
oder wiedergespiegelt. Ja, man kriegt es auch wiedergespiegelt, aber wir verlieren uns in der Sprache. Auf Metaebene und der nächsten Metaebene und dann auf einmal, aber das, was du vorgestern gesagt hast, das war aber, passt jetzt aber nicht zusammen. Ne? Und Hunde sind nur im Moment und zeigen im Moment dir genau das, was von dir ausgeht, und die können dich lesen auf eine Art, das ist einfach beeindruckend. Zu dem Thema eigentlich ganz spannend, weil ich habe das Gefühl, wenn man halt so über Beziehungen und Emotionen und Freude und so weiter redet, verstehst du das ganz anders als die meisten? Mhm. Weil das klingt immer so nach, ja, es muss halt alles toll sein und man muss sich einfach doll genug freuen. Aber ich glaube, dass der ausschlaggebende Punkt, wie du das meinst, ganz, ganz anders gemeint ist. Und zwar, dass es halt, dass man halt überhaupt den Hund mal als soziales Wesen halt betrachtet. Und nicht als, keine Ahnung, als Spielzeug oder als Untertan. Oder als Automat. Dass man überhaupt mal sagt so, hey, ich habe eine Beziehung mit dem Hund. Und nicht nur sagt, hey, ich habe eine Beziehung mit dem Hund und dann muss ich halt jetzt irgendwelche Tricks mit ihm trainieren. Sondern ich habe eine Beziehung mit dem Hund und genauso kann ich auch mit ihm durch den Alltag gehen. Und genau so kann ich ihn auch erziehen, indem ich halt sage, so, hey, das finde ich cool, hey, das finde ich nicht cool. Naja, so wie ich das verstehe, ist klar, ein Hund ist ein Hund und der hat begrenzte Fähigkeiten, meine Sprache zu verstehen. Ne? Also das ist klar. Und viele Leute kommen dann irgendwie her und sagen, ja, man soll irgendwie den Hund nicht vermenschlichen. Und da gebe ich eigentlich genau den umgekehrten Tipp. Man sollte den Hund eigentlich mal vermenschlichen und sich vorstellen, das wäre ihm ein Kumpel oder ein Sozialpartner. Klar, mit der Einschränkung, dass ein Hund halt nicht in die Zukunft oder nicht weit in die Zukunft oder auch nicht weit zurückdenken kann. Also ich kann ihn jetzt nicht irgendwie sagen, du, was du da gestern gemacht hast, das ist irgendwie kacke, lass mal anders, sondern ich habe halt nur den Moment. Aber ich stelle mir halt vor, okay, das ist ein Kumpel von mir und ich möchte ihn einerseits respektvoll behandeln und auf der anderen Seite, mei, ist es ein Hund, der jetzt nicht vernunftbegabt ist und der sich auch in Gefahr bringt. So. Ich muss also schon ein bisschen den vor Dummheit bewahren. Aber du behandelst ihn halt wie ein kompetentes Wesen. Aber ich gehe davon aus, dass der irgendwie situationsbezogen das und das und das lernen kann und schon checken kann, ah, okay, das will ich immer, wenn das ist, dann wird der Michel böse und dann mag er das nicht und dann machen viele Hunde das dann eben nicht, wenn man ihnen das kommuniziert. Umgekehrt, wenn mir was so richtig Freude macht, das haben Leute aus Versehen mit ihren Hunden. Also die Leute trainieren ihre Hunde aus Versehen eigentlich auf eine total gute partnerschaftliche Art. Also nicht immer, aber oft. Und die Hunde wissen eigentlich ziemlich genau, was uns Spaß macht und wie das in Kombination auch Spaß macht. Also so sehe ich das. Man sollte eigentlich eher den Hund mal vermenschlichen in dem Sinne, dass ich sage, hey, das ist echten Sozialpartner und nicht nur so ein Automat, den man irgendwie da so hier was reinfüttert, Klick und so. Mhm. Na, also ich weiß nicht, wie viele moderne Bücher ich jetzt gelesen habe, die alle immer sagen, ja, man muss den Hund als soziales Lebewesen ernst nehmen. Mhm. So, und dann eine Seite später wird geklickert. Dann denke ich mir, aha, warum klickern wir dann eigentlich nicht unsere Kinder, also Menschenkinder, wenn wir klickern doch so sozial und gute, kompetente Erziehung ist. Macht ja keiner. Schauen wir mal, wir haben nämlich auf Instagram mal eben einen Sticker gestartet und gemeint, und jetzt kommt es nämlich, ich habe geschrieben Q&A, gerne tiefsinnig, weil wir halt echt Bock hatten, ein bisschen mal in die Tiefe zu gehen, weil es hier so... Ein bisschen philosophischer, genau. Manche von euch haben das irgendwie gefragt, haben gesagt, hey, der Sofa-Talk war ganz cool, und was, dauert mal länger, genau. Kann man mehr in die Tiefe gehen. Und was ich ganz interessant finde, und es ist wirklich bei jedem Fragensticker so, egal um welches Thema es geht, dieser Fragensticker, wir bekommen wirklich 80-90% Antworten im Stil von... Mein Hund 5 Monate macht das, was soll ich tun? Mein Hund zieht an der Leine, aber hat das. Ich habe 2 Hunde, die sind so und so, macht das so. Also das kommt immer. Oder auch, also was sich eigentlich so zusammenfassen lässt, ist so, hast du mal einen Tipp? Na, und ja, ich bin da auch manchmal, ja, manchmal bin ich fasziniert, manchmal bin ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch abgestumpft, weil für mich ist das irgendwie so, man hat mit seinem Hund irgendwie eine komplexe Beziehung. Na? Der kennt meine Stärken, meine Schwächen. Der Hund hat irgendwelche Launen, der Hund hat irgendwelche Interessen, irgendwelche, keine Ahnung, nerdigen
Spleens. So, leichte Störungen kommen auch mal vor. So, man hat sich irgendwie bis dahin durchgekämpft und irgendwie schon mal was ist arrangiert, aber es ist irgendein Zustand. Und zu diesem Zustand haben so und so lange hingeführt. Na, und dann sagen die Leute, hey, hast du mal einen Tipp, wie man jetzt dieses ganze Chaos mal schnell mit einem Zupfer irgendwie auflöst und in Wohlgefallen verwandelt? Ja, und ich glaube, also auch wenn du... Ich meine, es sind so verschiedene Sachen. Ich glaube, erstens schätzen viele Leute auch ihre Hunde ein bisschen falsch ein. Das heißt, wir haben ja quasi erstmal so dieses totale Chaos. Ja, so, dass du erstmal dann irgendwie durchblicken musst. Beschreiben Leute irgendwie so ein Sandkorn, ja, aus deren Chaos. Ja. Und dann soll man an diesem Sandkorn kurz schrauben und das quasi in Luft auflösen. Ja, so ungefähr. Aber ich glaube, es ist nicht mal das. Ich glaube, wenn du das, selbst wenn du das könntest, anhand dieser drei Wörter, 2,5 Jahre alt, jagt dir eine Katzen, was tun? Selbst wenn du dann den Hund perfekt einschätzen könntest, ich glaube, ein riesiger Teil, der passiert, wenn man halt so bei dir in die Hundeschule geht oder auch mit dem Online-Kurs oder so, ist, dass man halt, also, dass man einfach im Kopf erstmal komplett umdenkt und auf die Dinge anders schaut. Zum Beispiel dieses, der Hund als Sozialpartner. Und ich glaube, selbst wenn du den richtigen Tipp geben würdest, weil du gesagt hast, du meinen Tipp, also auch wenn du zu diesem 2,5 Jahre Hund zieht dann alleine genau sagen würdest, mach das, das wird gar nicht funktionieren, weil dazu muss man halt im Kopf erstmal so ein bisschen eingenordet werden, um das halt überhaupt so zu checken, aha, das muss ich tun. Naja, der Hund, der ist halt irgendwie einfach ein Spiegel meiner Einstellung. Mhm. Na, und wenn Leute sagen, hast du mal einen Tipp, wie man jetzt diesen kaputten Kühlschrank, alias den kaputten Hund repariert, dann ist es halt eine total einseitige Betrachtungsweise. Ich habe in meinem Kundenkreis, ich weiß nicht, wie viele Lehrerinnen. Mhm. So, na, und mit denen bin ich voll auf einer Wellenlänge, weil die sagen auch, da kommen die Eltern und sagen, mit dem Kind stimmt was nicht. Und man schaut, dann schauen die so und schauen sich die Eltern und denken so, eigentlich müsstet ihr was anders machen, damit das Kind einen anderen Rahmen kriegt und einen anderen Anschluss finden kann. So. Das haben wir im Seminar mal gemacht. Wir haben mal so gefragt, einfach nach den größten Problemen. Also Leute sind mit Hund da, was sind eure Probleme? Mhm. Und wirklich, ich bin jetzt wieder bei meinen 80-90%, bei 80-90% der Antworten waren, der Hund zieht, der Hund kann nicht alleine bleiben, der Hund bellt ständig, der Hund ist territorial, der Hund ist ängstlich. Der Hund, keine Ahnung, der Hund kommt nicht mit anderen klar, was weiß ich. Und 10-20% haben dann gemeint, ja, ich habe Probleme das. Mhm. Also das ist so ein bisschen das, was du meintest, oder? Dass die Leute halt... Na, erstmal wollen die Leute einen Tipp, wie man jetzt irgendeine Situation gut löst. Mhm. So. Der erste Tipp, der eigentlich für alle gilt, ey, schau erstmal dich an, in welche Situation du dich und den Hund und eure Beziehung und euer Konstrukt da irgendwo hin manövrierst. Wenn Leute so denken, ah, man muss jetzt den kaputten Hund hier reparieren, dann stimmt das nicht, weil man hat mit dem Hund eine Beziehung. Mhm. Und zu einer Beziehung gehören zwei Individuen. Mhm. So, ne? Und der eine sagt natürlich immer, du bist schuld, ne? Wir haben irgendwie Trouble und so. Und dann sagst du, hey, du machst immer einen Scheiß. Und dann sag ich, nein, ja, du machst immer einen Scheiß. Ne? Und es gehen halt Hundebesitzer oder Eltern gehen irgendwie her und sagen, mit dem Kind stimmt was nicht. Ne? Anstatt, dass das eigentlich das Logischste und Naheliegendste ist, dass man erstmal bei sich selber anfängt. Ich meine, wer kennt nicht, kehr erstmal von deiner eigenen Haustür. So. Na, aber das macht keiner und klar, wenn man irgendwie emotional ist und so weiter, verstehe ich das, dann nervt einen halt irgendwas, was der andere macht, fein. Mhm. Aber irgendwann müsste einem doch dämmern, hoppala, es liegt irgendwie vielleicht auch zu einem gewissen Teil an mir. So, also nicht, dass ich schuld bin, aber ich leiste ja einen Beitrag zu der Situation, wie sie ist. Und ich glaube, ein wichtiger Teil ist nicht nur so, hey, ich habe vielleicht auch eine Teilschuld, sondern... hey, ich kann mir auch irgendwie das aussuchen, was ich will. Also, weil ich finde Teilverantwortung besser. Ja, Verantwortung ist besser als Schuld, klar. Aber zum Beispiel, als ich den Rufus geholt hatte, das war mein erster Hund, und dann bist du halt, ist dein Kopf voll mit, ah, der Hund muss doch das, dem muss doch das und so weiter. Also dieser Teil mit, hey, du musst dir erstmal klar werden, also was willst du eigentlich, das ist ja der andere Teil. Also nicht nur, was ist vielleicht deine Verantwortung, sondern was will ich eigentlich von meinem Hund? Wie stelle ich mir das Ganze eigentlich vor, ist halt auch ein voll wichtiger Teil so zum Einordnen, finde ich. Also bevor man halt irgendwie anfängt, da irgendwas zu machen. Genau. Ja, allergeistes Beispiel. Und zwar hatte ich also wirklich eine wahre Begebenheit. Also, ne, da kam
kam eine Dame zu mir, Kundin, sagt, hey, hat irgendwie was Kleineres, hat einen kleineren Hund, kommt und sagt, hey, mei, der Hund, der zieht irgendwie an der Leine, kläfft und macht und tut und da wird sie jetzt irgendwie gern was ändern. Ich schaue mir das so an, denke mir, ja, puh, weiß ich nicht, ne? Ist irgendwie ein kleinerer Hund, kläfft mal ein bisschen, und aber eigentlich wirklich völlig harmlos so. Dann habe ich gefragt, ja, aber da jetzt was zu ändern, das wäre jetzt irgendwie so ein Riesenaufwand, also das zu erreichen, was sie erreichen will, ist so viel Arbeit, so. Und von der Motivation checke ich am Anfang immer so ein bisschen ab, ja, wie viel Motivation bringen denn die Leute mit? So, jetzt sagt die Frau, ja, sie würde schon so gerne so ein bisschen was ändern. Ich, okay, interessant. Und dann habe ich ein bisschen weiter nachgefragt und habe gesagt, ja, aber wieso wollen Sie jetzt was ändern? Dann sagt die, ja, meine Nachbarin, die hat gesagt, der kläfft da so und da muss man mal in die Hundeschule gehen. Und dann habe ich also quasi rausgefunden, dass sie eigentlich jetzt zu mir in die Stunde gekommen ist, zum Einzeltermin, weil die Nachbarin gesagt hat, dann könnte man mal zum Hundetrainer gehen. So. Na, und ich habe mir das so angeschaut, der Hund völlig harmlos, nett, dann sage ich, ah, Flexileine, dann sage ich, hey, wie geht es Ihnen eigentlich damit? Finden Sie, dass das ein Problem ist mit dem Hund? Und dann sagt sie, na, eigentlich nicht. Dann sage ich, also Sie haben jetzt gefühlt eigentlich kein Problem und sind da, weil die Nachbarin Ihnen das jetzt irgendwie gesagt hat. So, ja, sage ich, sagen Sie der Nachbarin schönen Gruß vom Hundetrainer. Da ist alles in Ordnung. Sie gehen einfach mit ihrer Flexileine. Wenn der Hund einen Schmarrn macht, dann machen sie es auf Stopp und gehen einfach weiter. Und die Frau lebt, glaube ich, bis heute ganz wunderbar. Ich habe gesagt, hey, das kostet jetzt 20 Euro. Wir machen jetzt die Stunde gar nicht mehr voll. Bei Ihnen ist alles in Ordnung. Genießen Sie Ihr Leben und lassen sich von niemand was erzählen. Ja. So. Und ich glaube, dass die Frau dann happy war. Ja. Nee, es geht um was anderes. Es geht darum, dass Leute, so wie du es gesagt hast, sich eigentlich mal wirklich darüber klar werden sollten, was möchte ich mit meinem Hund, wie möchte ich leben, auf was muss ich den wirklich vorbereiten, auf was könnte ich gegebenenfalls auch verzichten. Man muss den Hund ja auch nicht überall hin mitnehmen, vorausgesetzt, man kann ihn allein lassen. Mhm. So. Also ich glaube, es ist so sinnvoll, sich zu überlegen, mal abseits von allem, was irgendwelche Bücher und irgendwelche Influencer und sonst wer schreiben und sagen, mal zu überlegen, wie möchte ich mit meinem Hund leben? Was brauche ich wirklich? Braucht man wirklich Sitz und Platz? Weißt du? Mhm. Also so viele Leute legen auf Dinge Wert. Das sind wir wieder bei dem Beziehungsthema, weil man fängt dann so an mit so komischen Dingen. Ja, die anderen haben auch so einen Barbecue-Grill. Du kriegst so einen 500 Euro, keine Ahnung. Boah, das ist so ein gutes Thema jetzt, das ist voll, völlig anderes. Aber das regt mich so auf, ey. Wann immer ich irgendwen Kumpel vom Kumpel oder Freundin von der Freundin oder so treffe oder mir die vorgestellt wird, keine Ahnung, so, hey, das ist meine Freundin. Das allererste, was kommt, ist immer, und ich den Hund dabei habe. So, oh, süß, das ist dein Hund. Sitz. Boah, das ist so schlimm. Und ich habe einfach, weil wir vorhin ja dabei waren, bei dem Thema waren, Beziehung. Ich meine, das war, ja genau. Du machst ja immer so geniale Metaphern und mir ist die perfekte Metapher dazu eingefallen. Mhm. Das wäre so, als hätte ich halt einen Kumpel dabei und du würdest dann noch zu viel besser. Sagen, ich hab den perfekten Begleich. Lass mich früher, das dann nachher. Und zwar, das ist Ricarda, meine Freundin, sagt dann, ne, du bist mit jemand da. Aha. Und der sagt, hey, das ist Ricarda, meine Freundin. Und ich sage dann, geh mal Bier holen. Ja, okay, das ist heftig. Okay. Das aber ist ich geil. Bin meine auch gut. Das ist geil. Ich bin meine auch selbst. Ja, erzähl. Meiner wäre gewesen, hey, das ist Ricarda. Ah, Ricarda, mach mal ein Salto. Mach mal ein Salto, mach mal einen Handstand. Ey, das ist, nein, so, hey, das ist Ricarda, das ist eine Künstlerin. Mal mir mal ein Bild. Mal mir jetzt mal bitte ein Bild. Ja, voll ja, gut. Komisch. Es ist so komisch, aber es ist, also ich glaube, diese Connection ist halt so null da. Also den Hund so als Wesen zu sehen, das so mit einem halt kommunizieren kann, ist halt so null da. Und deswegen ist man halt voll schnell beim Klickern und beim, keine Ahnung, halt die und Klickern, was. Konditionieren. Naja, und die Leute zeigen oder eigentlich bei immer dem mit dem Autoritären so. Und die Leute zeigen immer mit dem Finger von sich weg. Ja. Na, das ist so, wer übernimmt wirklich die volle Verantwortung für die Scheiße, die da abläuft? Und dann kommt, weißt ja, du, was Hund dann das nächste ist? Oder der andere sagt, das ist ein Terrier, ein Jack Russell Terrier. Genau, das wollte ich gerade sagen. Denn als nächstes kommt nämlich die Rasse. Ja, hast du das mal versucht mit einem, egal, irgendeine Rasse. Ja, und man muss eines mal echt klar sagen, und das ist jetzt hier so ein bisschen dämmerlich, glaube ich schon, aber hört auf mit diesen Ausreden, hört auf, euch selber zu belügen nach Strich und Faden. Alles, was der vor euch ist,
ist euer Werk. Ja. Na? Außer natürlich du hast den Hund gerade übernommen, aber selbst... Aber dafür kannst du, bist ja verantwortlich. Das kannst du verantwortlich. Es ist so, wie als würde ich sagen, so, ich leih meinen Hund ab, lass den laufen und dann reißt er ein Reh und sage ich, ja, das ist halt ein Jagdhund. Natürlich hat man mal halt schwierige Hunde erwischt, was halt meiner Meinung nach nicht 100% rasseabhängig ist, so, aber gut. Weißt? Nein, der Punkt ist der Mensch hat sich bewusst oder unterbewusst, wie auch immer man das nennen will, hat sich dieses Chaos ausgesucht. Ja. So, ne? Ich zum Beispiel habe mir die Gundel geholt, habe mir gedacht, ich bin dann so ein talentierter Trainer, ich habe eine tolle Methode am Start, ja. Was soll schon schief gehen? Verstehst du? Weißt, Hochmut kommt vor dem Fall und ich habe irgendwie 2 Jahre lang mit dem Hund gerudert, dass er keine Katzen mehr töten möchte. Also will sie immer noch, aber dass sie es halt nicht mehr probiert. Der Punkt ist ich habe mir das irgendwie ausgesucht. Ja. Ja? Keine Ahnung, weil mein Unterbewusstsein oder weiß ich nicht, Gott mir irgendeine Lernerfahrung geben wollte. Auf jeden Fall bin ich da so richtig auf die Schnauze geflogen. War mega anstrengend. Ich würde es nicht nochmal machen, obwohl ich diesen Hund wirklich lieb habe. Ja, aber bei dem schaust du mal ein paar Minuten nicht, dann ist die Feuerweise schon wieder irgendwo. Jups, jagen. Zum Glück kann ich die herrufen und herpfeifen. Aber ich habe mir dieses Schlamassel ausgesucht. Das ist was, wo ich die volle Verantwortung übernehme. Ich habe da eine Entscheidung getroffen, die da zu diesem Chaos führt. So. Und dieses Vollverantwortung übernehmen, das ist, glaube ich, eigentlich der erste und wichtigste Schritt für eine Lösung, dass man nicht mehr den Fehler im Außen sucht, sondern dass man checkt, boah, ich habe diese Entscheidung getroffen, die da und dazu führt. Ja. So, das Gute ist, ich habe es in der Hand. Leute kommen und sagen, hey, hier, schau mal, da gibt es da einen Trick, da stimmt mit meinem Hund was nicht. So, und der erste Trick ist, wenn man wirklich einen haben will, ist, dass man sich an der eigenen Nase fasst und sagt, wahrscheinlich liegt es an mir, weil ich aus irgendwelchen Gründen diese Umstände so geschaffen habe. So, jetzt muss man gucken, wie kann ich da die Kurve kriegen. Und der erste Schritt ist zu sagen, aha, was habe ich für ein Mindset, weil davon hängt eigentlich alles ab. Mhm. Ja, und der erste Schritt dabei ist, sich zu fragen, das, was da ist, stört mich das wirklich. Es gibt Leute, die haben völlig verkorkste, verrückte Hunde und die laufen mit dem ziehenden Hund da irgendwo und sind aber eigentlich ganz zufrieden. Also wir müssen jetzt aufgrund der Lichtverhältnisse leider wieder aufhören. Vielleicht machen wir morgen weiter an gleicher Stelle. Party on. Wir haben morgen 10 Stunden Autofahrt vor uns, gell? Shit. Mhm. Sagt schön Tschüss, Michel. Tschüss, Michel. Also, Leute, wir sehen uns das nächste Mal bei unserem nächsten Sofa Talk. Tschüss. Tschüss.